So, hallo, willkommen zum letzten Video dieses Gebietes Woldun. Allerdings muss man dazu sagen, irgendwie ist die Aufnahme abhanden gekommen, beziehungsweise irgendwie hat die Aufnahme nicht funktioniert. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht den eigentlichen Ablauf der Story sehen. Aber da ich sowieso versuche, irgendwie nicht so viel zu spoilern, ist das gar nicht mal so schlimm. Als kurzer Hinweis, den ihr seht, den Warwick, den wir schon oft jetzt in diesem Gebiet gesehen haben, der hat uns gerufen, nach Atul-Aman zu kommen. Atul-Aman ist ein Gebiet, das ist, glaube ich, hier ungefähr gelegen. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal nach vorne hin. Und wie ihr sehen werdet, kommen wir dann in eine Höhle. Und diese Höhle ist extrem interessant, deswegen möchte ich euch die auf jeden Fall noch zeigen, auch wenn ihr gerade die eigentliche Story nicht seht. Aber es ist nicht viel, wir laufen also mit dem NPC rein, mit Warwick. Wir befreien zwei wichtige andere NPCs und dann kämpfen wir gegen einen Troll, der gerade ein Ritual durchführt und wir unterbrechen dieses Ritual. Das ist ein Blutritual. Da ich aber möchte, dass ihr unbedingt diese Hülle zu Gesicht bekommt, habe ich mir überlegt, okay, auch wenn die Aufnahme jetzt nicht ganz funktioniert hat, dann machen wir es doch zumindest so, dass ihr dann zumindest einen Einblick in die Höhle bekommt und was für Gegner es dort gibt. Und so als Abschluss seht ihr gerade auch nochmal sehr schön, wie wir hier über Woldun hinwegfliegen. Ein sehr schönes Gebiet, aber so ein, zwei Teile des Gebiets haben mir überhaupt nicht gefallen. Ja, weiß ich nicht. Außerdem bin ich gerade falsch geflogen, ich wollte eigentlich hier hin. Aber das ist nicht so schlimm. So kann ich euch noch ein bisschen was über das Gebiet erzählen. Ihr habt ja jetzt alle wichtigen Videos so gesehen, denn das Video, was gerade läuft, ist ja das Abschlussvideo. Auch wenn es ja eher ein Nachtragvideo ist, denn, ja, wie gesagt, die eine Storyline habt ihr jetzt gar nicht zu Gesicht bekommen, aber noch einmal, da ist nicht allzu viel passiert, das ist also nicht so wirklich schlimm. Woldun hat mich, ich meine, ich habe sowieso noch vor, noch Videos dazu aufzunehmen, wie ich diese drei Gebiete, das heißt Suldazar, Nazmir und vor allem Woldun am Ende fand. Und ich muss sagen, Woldun hat mir besser gefallen als Suldazar, aber nicht so gut wie Nazmir. Also Nazmir ist mein persönliches absolutes Highlight. Und meiner Meinung nach haben sie vielleicht sogar das beste Quest- oder Levelgebiet seit Jahrzehnten, Anführungsstrichen, rausgehauen. Also mir hat es unfassbar gefallen. Und Woldun ist in Ordnung, hat ein paar Pluspunkte, aber im Großen und Ganzen kann es mit Nazmir nicht mithalten. Also hier steht jetzt Warwick, den ihr gerade gesehen habt, und dann sagen wir sind ready und dann laufen wir mit ihm hier rein in diese Höhle, und das heißt Atul-Aman, und ihr seht, das ist eine Krypta, und in dieser Krypta, seht ihr, gibt es Faceless. Wir haben ja vorher immer gegen die Faceless gekämpft, also gegen diese, ich sag mal, Schlangenviecher, habt ihr mehrere Videos drüber gesehen, und das sind aber jetzt ganz klar wieder hier, ja, einfach die alten Götter sind hier am Start. Kann man hier mehr als ausdrücklich zu Gesicht bekommen. Ihr habt also nicht nur die Tentakel, sondern ihr habt auch diese Faceless. Ein Faceless Eradicator in dem Fall. Und ja, wir kämpfen uns jetzt hier durch. Und hier, wo ich bin, hier war der erste NPC. Das heißt, den haben wir befreit. Und dann sind wir halt etwas weiter in die Höhle reingelaufen. Ich mache das genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Da war leider irgendwie die Aufnahme zwar an, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. Das ist manchmal so, böse Technik, müssen wir durch. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, ihr bekommt diese sehr coole Höhle, wie ich finde, diese Krypta hier zu Gesicht. Gut. Zur Vorsicht packe ich den mal wieder auf Fokus. Damit wir besser sehen können, wie viel Leben der hat. So. Genau, wir laufen also hier weiter rein. Ich mache jetzt nicht jedes Tentakel, habe ich vorher auch nicht gemacht. Aber sonst hat sich eigentlich nichts verändert. Also der NPC ist eigentlich nur mitgelaufen, der Warwick. Der hat nicht viel gemacht, der hat auch keinen Schaden oder so gemacht. Der war jetzt nicht so von Bedeutung. Also er hat ein bisschen mitgekämpft, aber eben nicht zentral. Achso, ich habe es noch gar nicht angesprochen. Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, habt ihr wahrscheinlich schon zu Beginn gefragt, weshalb bekommst du eigentlich gar keine XP, Tobi?
Und die Antwort ist ganz einfach, weil im Moment Level 120 noch nicht aktiviert ist. Das heißt, man kann nur 119 werden. Und ich wollte aber unbedingt mir dieses Gebiet hier anschauen und habe mir ja gedacht, okay, dann bekommst du eben keine XP, holst das eben nach, weil du musst ja eh noch den ganzen Dungeon Content und Island Expeditions und das alles noch nachholen. Und von daher wird das ja wohl dann ein leichtes sein, diese eine Stufe damit zu machen. Und von daher, ja, aber im Moment bekommt man eben keine XP. So, ihr seht, wir sind gleich da, es ist nicht mehr weit. So, ich glaube, das ist schon der Raum. Ich muss ein bisschen auf meinen Begleiter jetzt aufpassen. Aber an sich sollte das passen. Ist jemand Dev-CD? Wir drainen mal ein bisschen der guten Zeiten wegen. So, und ich habe im Moment ein Item-Level von 270. Das heißt, eigentlich wäre ich jetzt 120, von daher geht davon aus, dass ihr ungefähr beim 270er-Bereich rauskommt, wenn ihr Max-Level werdet. So, jetzt geht's hier weiter. Moment. Oder Kugel Solarleuchten jetzt nur 3,33. Dänisches Bettenlager. Qualität sehr preiswert. Bei C und A gibt's 20% Rabatt auf alle Jacken und Mäntel. Was? Auf alle Jacken und Mäntel. Bei C und A. Hm. 20%, aber nur bis Samstag. Wo? Jetzt bei C und A. Hier. The Blood Font. Da sind wir. Und hier wäre, wie gesagt, dieser Troll, der hat ein Blutritual durchgeführt. Der stand genau hier. So. Und dann kamen wir mit Warwick an und mit den anderen NPCs, den anderen beiden, die standen hier, die wurden dann, also er meinte halt so nach dem Motto, oh, er kann das Ritual gerade nicht durchführen, er braucht Blut, und dann hat er versucht, denen das Blut, ja, wie soll man sagen, herauszuströmen, also sprich irgendwie so herauszukristallisieren oder zu kanalisieren, und ich habe in dem Sinne hier auf Range, habe meinen Voidwalker geschickt und habe dann, weiß nicht wie lange, anderthalb Minuten oder so gegen den gekämpft. Ich habe auch gedacht, man hier vielleicht noch was zu Gesicht bekommt, ist aber scheinbar nicht der Fall. Und ja, das war es eigentlich schon dazu. Also, kurz zusammengefasst, ich habe es ja eben schon gesagt, als ein bisschen um die Zeit zu überbrücken. Ein schönes Gebiet, aber, und das werdet ihr in den Meinungsvideos dann nochmal hören, es kann nicht mit Nazemir mithalten, und auch Suldazar fand ich im Großen und Ganzen vielleicht sogar ein Stück besser. Also ich finde, Suldazar und Voldun sind ungefähr so auf einer Ebene, auf einem Level, aber Nazemir ist mein persönliches Highlight. Trotzdem hoffe ich, hattet ihr Spaß mit den ganzen Level-Videos, und nach diesem Video kommen wahrscheinlich jetzt die Dungeon-Videos. Es sind da, glaube ich, gerade 3 Dungeons aktiv oder verfügbar. Und die Island Expeditions kommen auf jeden Fall auch noch. Dann werde ich noch ein Video zu Azerite Armor aufnehmen. Kann man wohl irgendwo kaufen, sollte es bestand. Und wenn ich dann nichts mehr zeigen kann, dann wird es wahrscheinlich die Levelgebiet-Videos zu der Allianz geben, wo ich mich sehr drauf freue. Ich habe auch schon Void Elf erstellt. Aber das hat alles natürlich nicht so die Priorität. Denn Allianz ist ja erst dann wichtig, wenn ich wirklich auf Hornseite bzw. an Content, an Dungeons und so weiter halt nichts mehr zeigen kann. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.